Servus Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid im Krisenherd. Heute werden wir wiederum einen weiteren Wunsch erfüllen, der meiner Meinung nach super gut jetzt in die Jahreszeit passt, in die Grillsaison. Wir machen heute mal einen klassischen bayerischen Kartoffel-Gurkensalat und wie der geht, zeige ich euch jetzt. Also gut, für unseren Kartoffel-Gurkensalat habe ich hier Kartoffeln, das sind festkochende Kartoffeln, die sind auch warm. Ich habe es aber natürlich schon mal geschält, weil ich glaube, das kann jeder, das muss man nicht zeigen. Und dann mache ich es anders wie viele andere. Ich mache mir ein Dressing dazu. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt, oh, das hat nichts mit Kartoffelsalat zu tun, aber es schmeckt super. Und ja, macht es einfach nach, probiert es aus und urteilt es erst dann. Also, klassisch ist ja immer beim Kartoffelsalat eine Brühe, aber wer hat immer Brühe zu Hause? Wohl die wenigsten. Deswegen nehme ich Fond Natural, wie ich immer sage, oder einfach Leitungswasser. Gibt es in den Topf. Dann brauche ich immer eine Form der Zwiebel. Ich halt, habe halt wieder die Schalotten. Die schneide ich mir mal grob klein. Es gibt halt einfach immer einen super Geschmack, einen super würzigen Geschmack mit den Schalotten. Genau, das muss überhaupt nicht so fein sein, weil wir das später alles pürieren. Das gibt dann für unser Dressing eine schöne Sämigkeit und natürlich einen mega Geschmack, ganz klar. Und der absolute Vorteil ist, ich meine, es ist Geschmackssache, selbstverständlich, aber ich bin kein Fan von roher Zwiebel, egal wo drin. Okay, vielleicht im Mett, ja, okay, da hat seine Berechtigung, aber nee. Unsere Zwiebeln sind gegart und das ist auch gut so. Zwiebeln hier rein in unsere Brühe. Genau. Dann kommt bei mir damit rein natürlich ein Essig. Und zwar, ich nehme gerne einen weißen Balsamico dafür her, geht aber jeder normale Essig auch. Aber es gibt einen feinen Geschmack. Also könnt ihr mal ausprobieren. Dann kommt natürlich mit rein Senf. Aber jetzt hier so ein Dijon-Senf. Kann man schon ein bisschen was reingeben. Wow. Ja, der hat Zunder. Lecco mio. Aber gut. Dann tue ich da ein bisschen süßen Senf mit rein. Weil, hallo, wir sind in Bayern und ich bin in Bayern. Und wo wird der süße Senf gegessen? Klar, bei uns. Dann kommt natürlich rein eine Prise Zucker, eine Prise Salz. Ganz wichtig. Und dann, jetzt kommt der nächste Oberwahnsinn, den wahrscheinlich sonst niemand so macht in Bayern oder jeder sagt, spinnt jetzt komplett, aber ich gebe eine kleine Messerspitze Kurkuma mit rein. Gibt einfach eine schöne Farbe hinterher. Das ist der einzige Grund. Also es hat keinen Geschmackssinn, sondern einfach nur die Farbe. Ein bisschen Prise frischer Pfeffer kommt noch mit rein. Und jetzt lasse ich das einfach mal köcheln, bis die Zwiebeln schön weich sind. Dann kommt mein Öl dazu. Dann werde ich das aufmixen und dann einfach super, Leute. Ich zeige euch gleich, wie es weitergeht. So, währenddessen ich jetzt hier mein Dressing zum Kochen bringe, kümmere ich mich mal um die Gurke. Und zwar vorne und hinten schneiden wir uns ab. Ich finde, man muss eine Gurke nicht schälen, weil erstens mal schaut es super schön aus, die grüne Farbe, und zweitens mal, das weiß jeder Mensch, unter der Schale sitzen die ganzen Vitamine. Was ich jetzt mit der Gurke mache, ist für mich schon entscheidend, weil ich bin der Meinung, dass man, wenn man jetzt dieses Gurkenkerngehäuse mitverwendet, dann verwässert es einfach das komplette Dressing in den Salat und das ist einfach kein Geschmack drin. Deswegen tue ich das raus. Und zwar mache ich das immer so: Ich nehme mal so einen Löffel und dann kann ich das wunderbar rausschaben. Es geht auch rucki zucki, es ist kein Mehraufwand. Und ich finde, es lohnt sich einfach hinterher.
Genau. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann, was machen wir mit der Gurke? Natürlich in dünne Scheiben schneiden. Und wenn ich das habe, dann sehen wir uns wieder. So, meine Gurkenscheiberl habe ich fertig. Was mache ich jetzt mit denen? Jetzt pass auf, ich gebe die jetzt alle in die Schüssel schon mal rein. Und da möchte ich jetzt ja auch wirklich, dass die hinterher schön weich sind, dass man die gut essen kann. Also die kann man ja immer gut essen, aber kennst du auch beim Kartoffel-Gurkensalat, also finde ich, die sollten schon weich sein und nicht jetzt noch so knackig. Das passt nicht dazu, meiner Meinung nach. Also, kommt jetzt hier schon mal drauf ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker. Und jetzt knete ich das einfach schon mal durch, dass die Gurken schön weich werden und schön geschmeidig. Genau, das war's auch schon. Schaut dann so aus, super schöne Farbe. Können wir schon mal auf die Seite tun. Dann, ui, das kocht mir gleich über, hoppala. Dann finde ich es immer ganz schön in einem Kartoffelsalat, wenn noch ein paar Radieschen oder Radieserl mit drin sind, weil das gibt mir dann so einen schönen frischen Knack nach, so ein bisschen so eine leichte Schärfe und meiner Meinung nach einfach fürs Auge genial. Da schneiden wir uns jetzt einfach so schöne dünne Scheiben runter. Können wir uns mal auf die Seite packen dabei. Dann finde ich, gehört in einen Kartoffel-Gurkensalat oder generell in einen Kartoffelsalat. Ich mag einfach Kräuter mit drin haben. Für mich gehört da einfach frische Blattpetersilie dazu und Schnittlauch. Das kann ich mir auch schon mal schneiden. Und, Freunde, wie immer, ich bin kein Fan davon, wenn Kräuter so ganz fein geschnitten sind. Weil ich finde, man sollte die auch noch erkennen können und auch noch schmecken, wenn man auf was drauf beißt. Deswegen einfach hier so grob runter. Petersilie fertig, Radiesel fertig, Schnittlauch. Jetzt kommt mein Schnittlauch. Den einfach in so Röllchen runterschneiden. Genau, perfekt. Die Spitzen kann man sich ein bisschen aufheben zum Ausdekorieren später. Auch erledigt. Unser Dressing braucht noch ein bisschen, weil die Zwiebeln sollen tatsächlich schon weich sein. Jetzt schneide ich mir aber schon mal die Kartoffeln. Die kommen dann gleich hier mit rein. Einfach so in dünne Scheiben. Beziehungsweise jetzt tun wir mal schnell unsere Gurken hier nochmal raus. Dann können wir vielleicht bloß einen Teil der Gurken mit reinmischen in den Salat und den Rest noch dekorativ oben mit drauf geben. Bestimmt auch ganz schön. Wichtig ist hierbei absolut, dass die Kartoffeln auch noch warm sind. Also das wäre jetzt das Schlimmste, wenn die Kartoffeln kalt sind und das heiße Dressing drüber gibt und ihr das heiße Dressing dann drüber gibt, weil dann geht es einfach keine Verbindung mehr ein. Es sollte ungefähr die gleiche Temperatur haben, dann verbindet sich das alles optimal miteinander. Und dann haben wir einen richtig schönen, schlotzigen, saftigen Kartoffelsalat. Ohne Mayo, weil wir brauchen das nicht. So, unser Dressing ist jetzt soweit weich gekocht, deswegen kommt das jetzt mal hier runter. Da gibt es der Ruhe. Jetzt. Dann kommt jetzt das Öl dazu. Ich habe jetzt hier ganz normales Rapsöl oder Pflanzöl, bitte kein Olivenöl hernehmen, das wird jetzt einfach überhaupt nicht dazu passen. Und dann mixen wir uns das Ganze schön sämig auf. Und die Zwiebel und der Senf, die binden das Ganze jetzt wunderbar. So, das haben wir. Und jetzt schütten wir das einfach mal über unsere Kartoffeln drüber. Dann mengen wir uns das mal durch, dass das auch wirklich überall hinkommt. Und dann lassen wir das jetzt einfach mal, würde ich sagen, eine halbe Stunde stehen, dass das ganze Dressing schön in die Kartoffel einziehen kann. Und dann sehen wir uns wieder.
Also schaut her, Leute. Meine Kartoffeln haben jetzt nahezu das komplette Dressing aufgesogen. Das ist jetzt schon mal super. Jetzt kommen meine Kräuter dazu. Schnittlauch, Petersilie. Und da könnt ihr natürlich wirklich wieder eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe auch schon gesehen, dass manche Leute Dill mit reingeben oder würde natürlich dann gut dazu passen, wenn ihr es zu einem gebackenen Fisch macht, zum Beispiel mit Remouladensoße oder sowas. Aber wie gesagt, ihr könnt es da reinhauen, was euch schmeckt. Darum geht's. Dann nehme ich jetzt mal nur die Hälfte von den Gurken. Ist ein bisschen übertrieben, glaube ich, von der Menge her. Menge das schön unter. Ja, super. Super gut schaut das aus. Das sehe jetzt natürlich nur ich, weil es natürlich da in der Schüssel drin ist. Deswegen habe ich mir jetzt kurzerhand überlegt, ich packe es jetzt einfach auf den Teller. Damit ihr das auch sehen könnt, wie schön das ausschaut. Legen wir uns das Ganze hier schön an. Perfekt, und den Rest gibt es morgen. Jetzt garniere ich mir das Ganze noch schön aus. Mit meinen Schnittlauchspitzen, die ich noch übrig gehabt habe. Dann kommen meine Radiesel mit rein. Gibt einfach optisch nochmal einen schönen Touch. Und passt geschmacklich auch sehr gut dazu. So, und wer mich kennt und einige meiner Videos schon angeschaut hat, der weiß, was jetzt kommt. Die abschließende Prise frischer schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Und dann würde ich sagen, Leute, haben wir einen super geilen Kartoffelgurkensalat, der vielleicht vom Original ein wenig abweicht, aber das ist mir wurscht. Er schmeckt saulecker, macht es nach. Ich würde mich freuen über viele Kommentare. Sagt mir, war er geil, war er nicht so geil, was könnte man anders machen? Was wollt ihr von mir mal sehen? Bin für alles offen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Rock on und habe die Ehre.